Round and round Round and round Herzlich willkommen zurück bei Gmp1 TV. Wir sind heute hier bei Gmc Nr. 8 in der Europahalle von Castro Brauchsel. An meiner Seite Jessin Ayagi, der erfolgreiche Hauptkämpfer neben seinem äh, Coach und ähm und seinem Team, sagen wir es mal so, Gabriel Tampu, Gigi Stano und dem Hoshi, dessen Name mir gerade verraten wurde. <laughs> ja, ähm, Jessin, du hast äh, heute nicht nur deine Siegesserie fortgesetzt, sondern dabei auch vielleicht den größten Sieg deiner Karriere gefeiert gegen Michael LeBou, einen ähm, UFC-Veteran, der dreimal auch doch vergangenes Jahr in der UFC gekämpft hat, also nicht wie ein Stück abgehangenes Fleisch äh, herumgereicht wurde, sondern tatsächlich auch jemand ist, der wieder in die UFC drängen will. Ähm, wie geht es dir damit? jetzt gut. natürlich bin ich nie perfekt zufrieden, weil ich einfach einer bin, der den Kampf vorzeitig beenden will. und ich bin einfach so ein Typ, der freut sich, wenn er den Kampf beenden kann und dann auf dem Käfig hochspringen kann. und das ist natürlich nach einem Punktesieg sieg ist nicht so der perfekte Ding, um hochzuspringen auf dem Käfig und richtig abzufallen. aber natürlich freue ich mich total. Das war, ich wusste, dass es ein harter Kampf wird. und ehrlich gesagt, das war auch so einer der ersten Kämpfe, wo ich wusste, ich muss ihn auch über die Zeit äh, dominieren, weil es einfach ein Kämpfer ist, der hintenrum stark ist und einfach seine Gegner auch ähm, man muss auch sagen vor der UFC hat er top Leute gekämpft und die alle auch hintenrum besiegt und heute habe ich ihn hintenrum halt besiegt und er hat vielleicht die erste Runde gewonnen wenn überhaupt ja das ist nämlich äh, die Frage ähm, in der dritten hast du bist du mit sehr viel Vollgas gestartet und hast dein Tempo deutlich erhöht was du da der Meinung du müsstest jetzt ähm, auf jeden Fall noch mal mehr Gas geben weil du vielleicht in den ersten beiden Runden oder weil es vielleicht nicht ganz so deutlich in deine Richtung lief Genau, ja, also das Ding war auch in der ersten Runde, das ist im MMA ist halt so, klar, die Punkte dichter die werten den Kampf äh, ja, nach Takedowns oft oder auch ähm, wer halt öfter 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 trifft und alles. Ähm, für mich war die erste Runde jetzt nicht komplett verloren, weil ich, ähm, ich habe nichts gehabt. Halt, er hat mich jetzt nicht äh, zugesetzt, aber mir wurde auch in der Ecke gesagt, dass es halt eine knappe Runde ist. Und natürlich will ich nichts den Zufall äh, überlassen und deswegen habe ich halt die Hinten, hinter, hintenrum dann aufgedreht. Ja, ähm, Michael LeBou hat vor allem mit seinen Lowkicks gepunktet. Ähm, wie wie geht's den Beinen? Alles gut, ist mein klar. Wird ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen wehwehchen, aber ganz ehrlich, so gewinnst du halt keinen Kampf. Du kannst einen Kampf nicht äh, von Weitem einfach mit ein paar Lowkicks gewinnen. Außer ich kann äh, im Kampf nicht mehr laufen, dass er mich so hart trifft. Aber das sind diese Inside Lowkicks. Das sind ja, das sind halt meine Meinung. nach, es ist nicht so harter, die kommen halt ein bisschen und es ist jetzt nichts Besonderes, hat mich jetzt nicht so überrascht. Ich wusste ja, dass das macht. Ja, äh, ein sehr, sehr äh, gefasster Esner Jage jetzt, vielleicht nach seinem größten Sieg. Ähm, dann die Frage mal an den Trainer Gabriel Tampo, wie hast du es von, von außen ähm, erlebt? Hat er die Strategie, die du ihm zurechtgeschnallt hast, auch so umgesetzt oder gibt es da noch mehr zu verbessern? Ja, also zunächst mal muss ich äh, sagen, dass ich nicht der einzige Schmied der Taktik war diesmal. Äh, Elvir ist leider schon gefahren. Der Boxtrainer von Hell's Kitchen Nürnberg, großen Dank an Elvia, der hat großen, ganz, ganz viel Zeit mit ähm, Jessin gearbeitet. Und ich war auch schwer krank jetzt in der Vorbereitung und musste mich natürlich von ihm isolieren. Ähm, danke hier an Daniel Dörrer. Und ähm, da hat Elvia super eingesprungen und wir sind da auch, auch aufgrund dessen viel auf seine Hand gegangen. Also was so boxerisch angeht, dass der Gameplan ein bisschen boxlastiger -box war, wie, wie wir das normalerweise sonst angehen. Aber am Ende hat man gesehen, der Jessin hat selber die Takedowns noch gebracht, hinten raus und äh, auch gute Kicks nochmal abgefeuert. Der High Kick hat fast getroffen und so weiter und so fort. Äh, was uns nicht, in den, nicht, ganz so, ähm, nicht ganz so gut gelungen ist, weil der... Wir haben gerechnet, dass der Michael Abou schon ein bisschen wütender rauskommt, sage ich mal so ein bisschen frustrierter, weil er nicht mehr in der UFC ist und schon versucht, einen jungen Kämpfer wie Jessin schon zu dominieren. Und dass er mehr nach vorne kommt, mehr in Jessins Kontern reinläuft, in Jessins Hände. Aber der Labou hat so ein bisschen die Machida-Taktik so vorgezogen: Kick, Kick, Run, Kick, Run, Kick, Run, Kick, Run. Und das war ein bisschen, wir mussten uns quasi in der zweiten Runde ganz schnell umstellen. Und unter diesem Druck und diesen Umständen, Jessen ist 23 Jahre alt, klar, für deutsche Verhältnisse hat er viele Fights. Trotzdem war es schwierig, aber er hat super gemacht, super gemacht. Man muss auch schauen, wenn man das Video guckt, Ende der zweiten Runde, antwortet Michael Lebu eineinhalb Minuten gar nicht mehr auf Jesin. Also er steht einfach nur da, als quasi mehr oder weniger Zielscheibe. Da hätte man zu zumachen können, aber egal, es ging in die dritte. Der Jesin hat nochmal geschafft aufzudrehen. Und ähm, gut, ich habe das Video jetzt auch nicht mehr im nicht, noch nicht gesehen, aber ich denke. Wenn sich die verantwortlichen Matchmaker der drei Buchstaben das mal anschauen, werden sie sehen, dass er jetzt durchaus fähig ist, da mitzuhalten und dass er aufgrund auch seines, seines Alters ähm, durchaus Potenzial ist, sich da auch nochmal zu steigern. Ja, also ich bin der Meinung, dass Jessen äh, heute 80 Prozent war, dass er noch 20 hat bis zu, zum jetzigen 100 Prozent, zur jetzigen Spitze und dass er in ein paar Jahren nochmal deutlich stärker sein wird. Und ja, ich stehe hier mit meinen beiden Jungs und was soll ich sagen? Ich bin mega stolz drauf, ja, dass, dass die endlich mal, sage ich mal, richtigen Profisport betreiben können und auch dementsprechend entlohnt werden. Und das ist für mich, ich habe mir sieben Jahre genau wie er und wie er den Arsch und wie Hoshi hier auch den Arsch aufgerissen. und Ich bin mega stolz auf sind. Das ist, das, ist, das ist wirklich, ich habe ich hab eigentlich keine Worte, was ich zu ihm sagen kann. Ja, und ähm, jetzt das Team wächst und wächst und, und die Jungs sind da und wir, wir spielen das als Team aus. Wenn einer mal krank wird, springt der andere rein. Wenn einer verletzt ist, dann hilft jemand von außen. Die Sparringspartner waren großartig, ja, die gekommen sind. Der Mo Grabinski war da, Alex Kuringer Rodriguez war da, äh, Marcin Bandel mit seinen Jungs war da. Wahnsinnsleute. Die Jungs aus München haben geholfen, ja. danke nochmal auch an die. Super, super Vorbereitung gehabt. Jessen hat nach Hause geholt, ja, nicht ganz Knockout, aber das nächste Mal halt. Ja, nächsten Kampf, freuen wir uns drauf. Ja, auf jeden Fall. in ähm, dein Trainer hat jetzt, äh, einer deiner Trainer, um einzuschränken, äh, hat jetzt gerade angesprochen, die drei Buchstaben. Und du hast auch im Käfig eine Botschaft äh, an, an die UFC-Matchmaker und an Dana White geschickt. Glaubst du, es ist jetzt damit soweit? Ja, erstmal, man muss ja ein bisschen, ich merke, in der UFC muss man ein bisschen vorlauter sein, um da ein bisschen reinzukommen. <laughs> Wenn man so ruhig ist wie ich und eigentlich... Ein, Weißt du, in sich kehrt, dann ist es immer so, die wollen halt ein bisschen eine Chance sehen, deswegen habe ich da mal ein bisschen die Wörter sprechen lassen. Aber wie gesagt, halt, das, ich denke, es schaut natürlich gut aus, ich habe jetzt sechs Siege, aber wie gesagt, das ist alles, ich, bis jetzt habe ich noch keinen Anruf bekommen, glaube ich, ja. und dann werde ich schon sehen, halt, wenn die, wenn die mich anrufen, ich bin bereit auf jeden Fall halt und ich hoffe, es klappt halt. Ich denke jetzt in Deutschland bin ich einer von wenigen, der so eine Siegesserie hat und jetzt auch... Ich meine, wen soll ich besiegen? Ich habe jetzt einen Ex-UFC-Kämpfer besiegt. Klar kann man sagen, ich hätte ihn finishen können. Aber es ist halt alles nicht so einfach immer im Kampf. Deswegen denke ich, kann es schon kla klappen. Halt. Ich bin gut, guter Dinge. Ja, dass äh, die UFC noch nicht anruft, liegt auch daran, dass die Übertragung von auf Runfighting ja auch erst am oh, Mittwoch läuft. Ja, also ja. Äh, geht, geht auch schlecht, dass die, dass die <laughs> sich ja, da jetzt ja. einschalten. Leider habe ich hier keinen in der Halle vor Ort gesehen. Mhm. Ähm, ja, dann. Bleibt mir eigentlich an dieser Stelle auch nichts anderes zu sagen, als äh, dir dafür alles Gute zu wünschen, Glück zu wünschen, dass das klappt, dass das Ziel erreicht wird. Ich denke, heute hast du auf jeden Fall alles dafür getan. Mehr kannst du nicht tun, außer finischen. Aber wie gesagt, dafür muss ja auch der Gegner passen. Und Michael Lebou ist nicht nur ein sehr erfahrener und starker Mann, sondern vor allem auch ein zäher Mann, der auch in der UFC nicht gefinisht wurde. Ähm, von, da, von dem her äh, denke ich mal, dass, dass du heute hier im Käfig alles richtig gemacht hast, den Sieg eingefahren hast. Und äh, bedanke mich bei dir, bei euch dafür, dass ihr noch jetzt äh, zu dieser späten Stunde zum Interview erschienen seid. Ähm, gleich könnt ihr feiern gehen, aber davor gehören die letzten Worte noch dir bzw. euch. Super. Also, erstmal natürlich muss ich Haufen Leute danken. Erstmal danke an meinen Gegner Michael Lubu, ähm, an die Veranstalter und mein Manager, die den Kampf zustande gebracht haben. Es war echt ein hartes Ding und ist auch verständlich bei so einem Gegner und äh, wie gesagt ich hätte ihn gern gefinisht aber man muss auch Punktesiege äh, machen können vor allem in meiner Gewichtsklasse kann man nicht jeden einfach umhauen GSP hat es auch nicht immer geschafft er hat es auch äh, sehr schön immer gemacht und ähm, auf jeden Fall danke an mein Team ohne mein Team was ich auch im Käfig schon gesagt habe ist das alles natürlich nicht möglich an die Leute die mich äh, unterstützen und ich rede vom Team nicht immer nur äh, von den Leuten, die man sieht, sondern allgemein allen. Es ist meine Mama, mein Papa, meine Freundin, meine Freunde, alle, die dabei sind, die mich unterstützen, seelisch. Ich spüre das einfach, wenn ich in die Arena rausgehe. Da ist so viel Energie, so viel so viele positive Energie da drinnen. Und das ist einfach ein geiles Gefühl, da rauszugehen. Natürlich meinen Trainingspartnern hier, meinen Trainern, mein Boxtrainer, der mit mir auch einfach alles macht, der ruft mich jeden Tag an und jeden Tag Training, 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 alles. Mein Homie Hoshi, mit dem, der mich mental vorbereitet, mein sozusagen, in, 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 wie sagt man auf Englisch, Mental Coach, auf amerikanische mit mir so viele Stunden gesprochen hat und nicht nur in den letzten zehn Wochen, sondern in den letzten, keine Ahnung, 40 Jahren halt. Meinen allen Kumpels, die heute nicht dabei waren, die aber für mich fiebern, die ihr Herz für mich da lassen, Natürlich mein Manager der wieder alles perfekt gemacht hat, mir eine Hose gemacht hat und alles sich gekümmert hat, vor allem den Kampf zustande zu bringen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin einfach glücklich. Danke euch, danke den Veranstaltern, danke, danke allen, Mama, Freundin, ich liebe euch. <laughs> danke euch. Ich glaube, damit ist alles, ist alles gesagt. Vielen Dank euch und dir.